Hallo meine Lieben, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar wollte ich euch drei Beautyboxen vorstellen, nachdem ich immer wieder gefragt werde, welche ich denn am besten finde bzw. welche ich empfehlen kann, habe ich mir gedacht, ich zeige euch meine drei Boxen heute mal in einem Video. Normalerweise wisst ihr ja, dass ich euch zu jeder Box ein Unboxing mache, aber ich hoffe, dass euch auch dieses Video hier gefallen wird. Zum einen hinke ich ein wenig hinterher, ich gebe es zu, und zum anderen habe ich mir einfach gedacht, mache ich mal was anderes. Ich hoffe, es ist okay für euch. Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob ich das weiterhin so machen kann oder ob ihr lieber ja einzelne Unboxings haben wollt. Und ihr könnt die Boxen schon sehen, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist es zum einen die Fanbox, dann habe ich noch die Beauty Box, ein Beautiful von Butni, und dann habe ich noch die Gala Beauty Box. Wir fangen mal an mit der Fairy Box, und zwar ist es eine Abo-Box, die ja, monatlich kommt für 19,90 Euro. Ihr könnt sie auch nur einmal bestellen, und zwar ist sie da ein bisschen teurer für 22,90 Euro. Es ist eine Naturkosmetik, ja, Beautybox sozusagen mit tierversuchsfreier Kosmetik, was natürlich super ist. Und sie wird in einer Behindertenwerkstatt konfektioniert, also darum schon mal alle Daumen nach oben, finde ich total super. Und jetzt kommen wir mal dazu, was in der Box war. Und zwar ja, habe ich zwei Produkte für die Haare drinnen gehabt. Und zwar zum einen ein Shampoo und ein Conditioner von Ecovel. Jetzt wisst ihr ja, dass ich an meine Haare soweit nichts lasse, was ich nicht kenne. Aber ich habe euch auch gesagt, dass wenn ich in meinen Boxen irgendwas habe, was mir nicht so gut gefällt, ja, dass ich das sehr, sehr gerne verschenke. Ich werde da noch eine schöne Bürste dazu kaufen, das schön verpacken und beim nächsten Besuch ja, bei meiner Freundin bringen sozusagen. Ich hoffe, sie freut sich. Natürlich möchte ich die Sachen nicht hier zu Hause stehen lassen, wenn ich sie nicht verwende, und deshalb ja, beschenke ich damit andere. Also so viel dazu. Jetzt erstmal noch die Produktkarte. Also da ist es auch so, dass es da keine Themen gibt wie bei den anderen Boxen. Da kommen wir gleich dazu. Hier stehen aber immer die Preise. Wollte ich euch auch kurz zeigen. Dann hatte ich eine Handseife mit Rosmarin. Rosmarin mag ich jetzt an meinem Körper auch nicht so gerne, den Duft. Also eher in meiner Küche darf es nicht fehlen. Aber auch dieses hier wird Verwendung finden. Und dann hatte ich noch zwei Produkte, also in der Fairybox sind immer ja, fünf Produkte enthalten. Ich hatte dann noch zum anderen von Benecos einen Blush. Die Marke, die kenne ich jetzt eben durch die Fairybox. Es ist halt auch immer schön mit diesen Boxen, dass man da zu Marken kommt, die man so vielleicht nicht kennt und ausprobiert hätte. Und ja, dieser Blush hier, der ist mir leider zu hell. Ich habe ihn schon ausprobiert, sehr, sehr schade. Ich habe ihn auch schon als Lidschatten verwendet, aber er ist mir einfach zu hell. Ja, da wird sich meine Schwester drüber freuen, weil die einfach heller ist vom Hautton. Und es war noch ein Blush Brush dabei, der leider unglaublich, ja, schlecht riecht, will ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Also, ja, es ist unglaublich nach Plastik, also total unangenehm riecht er einfach, das muss ich nun mal sagen, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich werde ihn waschen und werde euch dann berichten, ob ich ihn verwenden werde, aber vom Sinn her passt es eigentlich schon, ne? Weil eben diese zwei Produkte zusammenpassen. Und ich habe mir ausgerechnet, dass diese Box auf einen Wert von 37,93 Euro kommt, also ihr seht, sie übersteigt quasi den Preis, den man bezahlt. Was natürlich immer schön ist. Dann machen wir mal weiter mit der Beauty Box von Butni. Butni gibt es ja eher im Norden. Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in einem Butni. Wir haben ja hier unseren DM bzw. Rossmann. Das würde mich doch sehr interessieren, da mal reinzugehen. Ich habe mich total gefreut, dass ich die Box testen darf. Denn ich habe sie gewonnen bei einem Blogger-Gewinnspiel. Aber ihr könnt sie auch ergattern. Das ist jetzt die fünfte Edition. Ja, es sind immer 7 Produkte enthalten. Aber es bleibt immer streng geheim, bis sie rauskommt, was denn darin enthalten ist. Was mir super gut gefällt, ist, dass es immer Full-Size-Produkte sind. Es sind Originalprodukte. Und es ist auch so, dass man da mal zu Marken kommt, die es bei uns nicht gibt. Wie zum Beispiel ja, Deborah, Bourjois oder Gauche. Kenne ich alles soweit nicht. Und ich habe mich wahnsinnig eben, wie gesagt, gefreut, dass ich sie gewonnen habe. Sie kostet 19,90 Euro. Dazu kommt aber noch Versand für 3,95 Euro. Also es ist die teuerste Box, die ich hier habe. Und ich zeige euch den Inhalt. Und zwar haben wir zum einen ja, dieses hier von Fernanda Brandao, ein Eau de Parfum. Dann habe ich drinne von Tony and Guy
Dieses Sea Salt, das werde ich nicht verwenden. Das hatte ich schon mal in der Glossy Box, das habe ich der Steffi geschenkt. Ich weiß, dass da ganz, ganz viele von euch drauf stehen. Ich würde mir sowas auf gar keinen Fall in die Haare machen, aber das werde ich eben auch verschenken. Dann hatte ich noch dieses hier enthalten, eben auch wieder von Benecos. Da habe ich auch immer das Gefühl, dass die großen Firmen sich so absprechen und natürlich da Verträge machen und das dann halt in die Boxen verteilen. Ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Und zwar ist es jetzt hier eine Naturals BB Cream. Allerdings ist das halt immer so ein bisschen gefährlich wegen der Farbe. Ich habe jetzt hier Fair, aber es ist halt zu, sodass ich nicht sehen kann, ob es ja zu meinem Hautton passt. Wenn ich es aufmache, kann ich es dann wieder nicht verschenken. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber falls es mir zu hell ist, ja, freut sich meine Schwester auf jeden Fall drüber. Ich stelle das mal alles hier drüben hin, sodass ihr das dann auch immer sehen könnt. So, dann als nächstes habe ich eine Mascara enthalten von Max Factor. Und zwar ist es bei der hier so, das wollte ich euch eben gerade sagen, ja, dass ich eben in der letzten Galabox auch eine Mascara hatte von Max Factor, eben diese Masterpieces, da gibt es ja verschiedene. Und ich habe mich natürlich auch hier gefreut, dass sie enthalten ist, denn sowas wird ja nicht schlecht. Also ich lasse die dann einfach zu, ich verwende sie nicht und ich teste sie auch erstmal nicht, damit ich sie dann eben verwenden kann, wenn meine leer ist. Also ich finde das nicht schlecht. Dann hatte ich enthalten einen Nagellack, der mir sehr, sehr gut gefällt. Die Marke sagt mir nichts und zwar ist es Blackbird. In einem Gel-Look. Es sind ja jetzt ganz, ganz viele Nagellacke eben in einem Gel-Look. Das ist die Farbe 44 Neptune oder Neptun. Genau, in so einem schönen Blau. Das ist so changierend mit einem Silber. Werde ich auf jeden Fall auftragen. Dann hatte ich einen Lippenstift enthalten, auch wieder von einer Marke, die ich so nicht kenne. Und zwar nennt sie sich Just Cosmetics. Es ist die Farbnummer 010 Dupe Step. Die Farbe gefällt mir sehr gut, allerdings ist es ein matter Ton. Da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtig. Ich werde den testen und ich freue mich aber immer wieder neue Lippenstifte auszuprobieren. Finde ich auch sehr hochwertig von der Aufmachung. Und dann hatte ich noch von Catrice aus der Liquid Metal Reihe diesen Eyeshadow in der Farbe 100 What Do You See. Den habe ich schon und ich finde diese Reihe absolut grandios. Habe ich euch auch schon gezeigt. Es gehen jetzt ein paar aus dem Sortiment, also die werden dann günstiger. Schaut mal, ob ihr da was ergattern könnt. Die könnt ihr ja nass auftragen und trocken. Ich mag die super gerne, also meine Freundin freut sich, dass ich davon schon vorgeschwärmt habe. Also der geht an sie. Und dann war jetzt hier noch ein kleines Goodie enthalten. Und zwar dieses Armkettchen hier mit dem Anker. Denn das Thema war jetzt hier bei dieser Box Life is a Beach. Da habt ihr dann ein Produktkärtchen, in dem ihr dann quasi blättern könnt. Das sind dann auch alle Produkte nochmal aufgelistet und erklärt. Und dann auch nach meiner Augenfarbe gefragt. Und deshalb habe ich dann eben diesen Farbton als Eyeshadow bekommen. Das war jetzt die Beauty Box von Budni. Hier ist die Gala Beauty Box. Sie kostet 19,95 € im Monat. Sie beinhaltet 6 Kosmetikprodukte. Wenn ihr Glück habt, in Full Size oder eben in einer Sondergröße. Was noch dabei ist, ist das Gala Magazin, was ich auch immer total schön finde. Und jetzt zeige ich euch die Produkte, die ich eben in dem Monat enthalten habe. Hier ist ein Produktkärtchen dabei. Da gibt es auch immer ein Thema. Dieses Mal ist das Thema endlich Sommer. Nicht passend zum Wetter leider, aber ich hoffe, es wird besser. Ja, ich hatte jetzt hier zum einen ein Produkt von L'Oréal Paris, ein Casting Sun Kiss Gelee. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich es nicht verwenden werde, denn damit kann man sich die Haare irgendwie aufhellen. Also es ist mit Sonnenlichteffekten und so weiter. Also da habe ich echt total Angst, das kommt mir nicht an die Haare. Aber okay, das können die natürlich nicht wissen. Dann habe ich noch von Tiroler Nussöl, das ist ja eine sehr bekannte Marke, ein Lippenschutz in Lichtschutzfaktor 25. Da habe ich mich tatsächlich sehr darüber gefreut, weil ich das noch nicht habe. Dann habe ich von Jelly Pong Pong, die Marke kenne ich schon aus der Glossy Box, einen Lip Cream sozusagen, ein Velvet Lip Check Cream. Das lasse ich noch zu, weil ich mir da auch noch so ein bisschen unsicher bin. Ich finde ja die Verpackung immer total schön und die Marke ist auch wirklich gut. Aber meine Schwester hat bald Geburtstag und da möchte ich ihr wahrscheinlich ein schönes Paket zurecht machen. Da wird das mit beinhaltet sein. Und dann habe ich noch dieses Produkt hier enthalten und zwar ist es ein Tonic Water fürs Gesicht. Da habe ich mich auch total gefreut, denn ich war noch auf der Suche nach einem Produkt. Das sieht mir sehr, sehr hochwertig aus. Ich habe mir das auch durchgelesen. Ich denke, es wird gut für meine Haut sein. Ich werde mich da auf jeden Fall mit beschäftigen. Ich freue mich, dass es enthalten war.
Und dann hatte ich noch einen Nagellack. Ich liebe Nagellack. Und zwar diesen hier. Ich finde allein die Verpackung schon mal total hochwertig. Die Marke kenne ich nicht. Und zwar nennt sie sich Lilou. Und es ist die Farbnummer 48. Ja, ich finde jetzt gerade die Marke passt auch zum Farbton. Und ja, den werde ich mir auf jeden Fall auch drauf pinseln. Dann ist immer oder oft enthalten ein Gutschein von der HelloFresh Box. Habe ich jetzt noch nie eingelöst, aber kann man natürlich auch machen. Und zu guter Letzt war noch von So Susan oder So Susan ein Light Diffuser, ein Illuminator bzw. Bronzer Duo enthalten. Die Verpackung fand ich jetzt nicht so hochwertig. Was mir gut gefällt, ist, dass eben ein Spiegel mit enthalten ist. Aber ich werde auf jeden Fall nur mit dem dunklen Ton was anfangen können, weil der helle mir einfach zu viele grobe Glitzerpartikel enthalten hat. Also mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwas zaubern kann. Bei der Gala Beauty Box komme ich auf einen Gesamtwert von 54,15 Euro, wenn man das regulär gekauft hätte. Also die ganzen Produkte. Und ihr seht schon, für 19,95 Euro habt ihr wirklich eine ganze Menge bekommen. Und bei der Beauty Box, also Beauty Box, der Secret Box, habe ich ja einen Gesamtwert ausgerechnet von 44,23 Euro, was auch eine Stange Geld ist. Und ihr seht schon, ihr bekommt einfach Produkte von Firmen, die ihr vielleicht so vorher nicht kanntet. Ich mag halt total den Überraschungseffekt. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, Mensch, mit dem Geld möchte ich mir lieber Sachen kaufen, die ich mir schon lange wünsche, beziehungsweise von denen ich weiß, dass sie bei mir funktionieren oder ich sie wirklich brauche, dann kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber wenn ihr einfach mal eine Beautybox ja, ausprobieren wollt, könnt ihr das natürlich auch monatlich tun. Bei der hier ist es so, dass ihr die natürlich erstmal gewinnen müsst sozusagen. Und bei der hier, die könnt ihr auch einfach nur einmal austesten. Das habe ich euch ja alles erklärt. Ich setze euch auch alle Links nochmal sehr, sehr gerne unten in die Infobox. Keine Sorge, ich wurde für dieses Video nicht bezahlt. Nein, ich wurde nicht bezahlt. Und ich verdiene auch nichts, wenn ihr auf den Link geht, beziehungsweise wenn ihr sie bestellt, da verdiene ich auch nichts. Also keine Sorge, ich wollte sie euch einfach nur mal vorstellen, weil ich tatsächlich oft die Anfrage bekomme, mit welcher Box ich eben zufrieden bin oder welche ich empfehlen kann. So könnt ihr euch jetzt einfach selbst ein Bild machen und entscheiden, was ihr denn ja braucht oder nicht. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen. Lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Lasst mir Feedback da. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, dass die Sonne jetzt bald mal rauskommt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.